Frankreich und Griechenland haben einen Vertrag unterzeichnet, der die beiden Länder in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit enger zusammenbringen soll. In Paris brachten Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis ein sogenanntes strategisches Kooperationsabkommen auf den Weg. Es beinhaltet den Verkauf von 3 Kriegsschiffen an Athen. Das Abkommen sei der Ausbau einer bereits bestehenden Allianz, so die beiden Staatschefs. Die Europäische Union muss ihre nationalen und geografischen Interessen in Europa selbstständig verteidigen. Das ist nur möglich, wenn die EU auch ohne die Unterstützung der NATO oder der UNO in der Lage ist, zu handeln. Solch eine strategische Partnerschaft zwischen Griechenland und Frankreich geht genau in diese Richtung. Macron betonte die gemeinsamen Interessen bezüglich Sicherheit und Stabilität. Es ermöglicht die Vertiefung der französisch-griechischen Zusammenarbeit in strategischen Fragen bezüglich der Außenpolitik und im militärischen Bereich sowie in der Rüstungsindustrie. Konkret in der Entscheidung Griechenlands zum Kauf von Rafale-Kampfflugzeugen. Ihre Ankündigung, Herr Ministerpräsident, 3 Fregatten vom Typ Behara zu kaufen, die im französischen Lorient gebaut werden, ist ein Zeichen des Vertrauens und ein Beweis für die Qualität unserer Beziehungen. Der Oberbefehlshaber der griechischen Streitkräfte, General Konstantinos Floros, gab sich im Kurznachrichtendienst Twitter enthusiastisch. Der Plan gehe mit Schwung voran, schrieb er. Seit dem Erdgasstreit Griechenlands mit der Türkei im Sommer 2020 zeigt sich Paris solidarisch gegenüber Athen. Griechenland orderte seitdem 2 Dutzend Kampfbomber bei Frankreich.